Hi Leute, Eskaliert hier zurück mit einem neuen Video und wir kriegen es wieder nicht auf die Reihe, die restlichen Kriegsvideos zu posten. Ihr habt nur den letzten Angriff gesehen, weil jetzt ist schon wieder Turnier und ich krieg's halt wieder nicht gerissen irgendwie, weil das Hochladen immer so ewig dauert. Wir machen mal schnell hier AL20 und alles. Zwei können wir einsammeln. Oh, schön. Schön. Eine Cadillan zum Umtauschen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann ist noch Turnier. Harpunen sind voll, schreibt hier jemand. Das ist sehr gut. Ackerschatz haben wir noch nicht. Zack, 15, jawohl. Können wir einmal kombinieren? Machen wir mal. Was brauchen wir denn? Waldläufer haben wir 1,5, da haben wir 8,65, Fallenwerkzeug, Schild und alles haben wir, nehmen wir die. Zack. Jawohl, weil hier haben wir einen Waldläufer, die können wir voll machen. Und als nächstes zum Leveln haben wir dann immer noch Rain. Und Rain ist, glaube ich, hier, wenn mich nicht alles täuscht, ist Kämpfer. Okay, aber egal, ja, das sind auf jeden Fall die, die ich am wenigsten habe. Und dann passt's auch. Was hier? Ein Überfall mit mindestens drei Helden, fünf Endgegner. Okay, dann machen wir mal schnell den Überfall. Global. Drei Helden, jawohl. Oh, Ludwig. Krampus können wir nicht entzaubern. Hier können wir rein. Da können wir rein. So, jetzt dürfen wir uns nichts verbauen. Ich würde zuerst das da machen. Das geht rot und grün. Jawohl, das sieht nicht so gut aus. Wir haben aber einen blauen Diamanten und machen den auch gleich. Der Weihnachtsmann wird, okay, wird weg sein. Sehr gut. Ich halte die Seite hier für gefährlicher. Machen erst die Minions, obwohl natürlich Frost als letztes eigentlich der richtige Weg wäre. Aber in dem Fall ist es egal, weil ja schon die Hälfte vom Team down war. Und dann ist es echt gleichgültig. Das war gewonnen und dann passt es auch. So, jetzt hauen wir ein paar Bera-Minions raus. Hulda haben wir uns nicht geholt, haben wir nicht gezogen. Ziemlich mies. Die wollten wir eigentlich, aber so viel habe ich halt auch nicht beschworen. Also ich habe jetzt auch nicht beschworen, wie irre. Wir haben Pengi Full Service, aber Ureus ist auch schon down. Ja, völlig OP. Völlig OP raufgehauen halt, aber egal, ne? Passt ja, passt ja, passt ja. So, jetzt schauen wir mal schnell, Moment mal schnell, muss man hier, jawohl, weiter. Und das dürfte doch auch hier schon gewesen sein. Okay, und das war der 5er Ether, alles andere ist mir egal. Die Kisten sind okay, aber die brauche ich nicht unbedingt. Also die kriegen natürlich, ich habe alles erledigt, aber der 5er Ether war wichtig und die Aufstiegsmatz. Jetzt geht's weiter mit dem Turnier. Schauen wir mal rein. Wir haben hier doppelgrün, doppelblau, doppelrot. Doppel drei grün. Wo setze ich den dann? Setze ihn hier und Brynhild hier. Sturmfang hier. Und was kommt noch nicht fertig? Buddies Buffs sind noch nicht schlecht, oder? Jawohl, so sieht es gut aus. Bonus Booster, ne? Geben alle einen Angriffsmultiplikator, alle Boni.
Und deswegen wollen wir natürlich schon auch gut Bonis haben. Wir haben hier einen Diamant, den macht man natürlich. Es fliegt natürlich alles. Das Problem ist, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Grüne. Das ist noch nicht allzu viel. Ich würde mal noch gucken, was hier hochkommt. Jetzt können wir den machen. Die Seite gefährlicher. Wir machen da, löst Kirill gleich aus. Dann gehen wir doch direkt auf den. Okay, das reicht nicht. Schauen wir mal, ob da. Reicht auch nicht. Und Rasselkopf wird auslösen. Ah, schade, eine Sekunde zu spät. Hey. Mal das hier durch die Mitte. Scheiße. Ich würde fast die blauen machen, dass die da, der löst eh aus, ne? Er löst eh aus. Ja, komm, dann kill ihn auch. Jawohl. Beide tot. Es war glücklich, das wird wahrscheinlich. Oh, das war gefährlich. Wenn jetzt ein Auto-Attack kommt, ein gescheiter. Okay. Und das war's dann auch für Kirill. Blau, lila, blau, blau, also blau, ich würde, was ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen, das ist ja ziemlich unsinnig. Ich würde fast noch ein Grün mitnehmen für Saphir. Saphir ist mega gefährlich. Na komm, wir bleiben so. Okay, ich muss den Vierer machen, sonst habe ich kein Folgematch. Machen Sie mal an. Ah, schön. Oh, ja, nicht zu so viel. Ah, nee. Okay, dann löst aus. Bapap. Boni hoch. Und die Seite hat den Angreifer, also volles Rohr. Okay, das ist gewonnen. Das schaffen nur die Outdoor-Attacks nicht mehr, mich da zu killen. Wir können auch reinspielen. Schauen mal, ob da noch was hochkommt. Kommt nicht. Dann machen wir jetzt den hier. Machen dann den und den durch die Mitte.
Mensch, jetzt machen wir aber. Jetzt ploppen wir mal den roten Diamanten, dass wir hier ein bisschen Gegenschlag für die Outdoor-Attacks hochkriegen. Jetzt haben wir aber alles oben hier. Machen wir zuerst ihn. Der war ja schon fast down, der Kumpel. Jawohl, der ging genau auf Ferrand. Wo sie hin trifft, ist eigentlich egal. Wir müssen sie ja eh beide wegmachen, ne? Von dem her alles Gute. Okay, das geht in Lila über. Ja, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Also Krieg haben wir verloren. Chef hat vorher auch gesagt, gegen die haben wir schon mal gespielt, Letsch und auch verloren. Hebe ich mir auf, was mache ich denn? Ja, komm, mach mal die halt, die fliegt in Regat. Jetzt können wir gemütlich hier reinspielen, jawohl. Also die Minions von Buddy sind halt auch echt hilfreich, ne? Okay, zweimal blau, wir brauchen eine Boni-Entfernung. Zweimal blau, grün und lila hier. Lila. Jawohl, so spielen wir's. Boni-Entfernung durch Ametrine. Zuerst das, wir haben ja diese vier Lilanen, dann machen wir das. Da habe ich dann das zweite Match, was für die reicht. Eieiei, nicht gut. Valeria ist ganz schnell, ne? Wenn es geht. Jetzt müssen wir den Diamanten machen, weil wir brauchen irgendwie Steine. Okay, ah, er löst aus. Sie noch nicht ganz. Dann machen wir Proteus hier drauf. Und kümmern uns dann auch um diese Seite. Da können wir reinspielen. Da können wir reinspielen und dann war es das auch mit dem Spaß, oder? Und reicht das? Ne, reicht nicht. Ich sehe die Lilanen, ich will da nicht reinspielen. So wenig wie möglich in die andere Seite. Runter, jetzt muss ich mal die machen. Ich habe da nichts mehr groß. Da ist noch grün.
Da kommt glücklicherweise Lila und jetzt stoppen wir aber die Seite. Das reicht noch nicht, da ist Grün drunter. Reicht auch noch nicht. Dann reicht das, jawohl. Und noch ein Zug ist er hier nicht in der Lage, irgendwas zu machen. So, und jetzt aber. Jetzt spiele ich mal auf der Seite, die lösen eh beide nochmal aus. Da können wir jetzt nicht viel dran ändern, aber ich würde mal sagen, es sieht ganz gut aus. Wir können hier gut reinspielen, denn wir haben die Entfernung. Okay, dann war es auch das, ne? Kriegen wir noch einen Diamant geschenkt, das ist natürlich immer hilfreich, denn das Gift von Proteus tickt natürlich da drauf. Und wenn wir dann noch eine Ladung drauf machen können, machen wir das natürlich. Aber das braucht es gar nicht mehr, der verreckt. Der platzt weg, der platzt weg. Genau. So viel dazu. Okay, dann nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Nehmen wir drei blaue. Zwei blaue bleiben bei lila. Schauen wir mal, was wir hier haben. Aber Brynhild ist eigentlich gesetzt, ne? Nehmen wir sie mal mit von allen Gegnern. Und Brynhild trotzdem noch, ne? Die hält mir mein Rigat hoch, so dass der in der Lage ist, hier mich über Wasser zu halten. Gelber Diamant, mach mal, dann werden wir die Teilchen los, die wir nicht brauchen, nennen. Uff. Ja, das sehe ich, was du mir da vorschlägst. Ich finde das nur nicht so richtig gut, weil so ist es besser. Ja, geh du in deinen Modus, schon okay. Also jetzt brauchen wir Rigard demnächst, ne? Keine Frage. Boni Entfernung, hochheilen und Rigard anstatt, aber schnell. Oh, nicht so viel! Okay, der hat gesessen. Junge, Junge. So, Freeze. Und schnell noch mal Riga, solange die hier. Reicht, oder? Reicht. Das ist nur noch lange nicht durch das Thema. Ah, die sind voll, aber die andere Seite auch. Ich freeze die und spiele so viel wie es geht hier durch die Mitte, auch wenn das bedeutet, ich kriege nicht viel Steine.
Und er hat widerstanden da hinten, Drecksack. Reichen die? Die reichen. Rigat ist am Start. Spielen weiter durch die Mitte. Habrinil den Bonusbooster, echt eine Waffe, ne? Rotor ist am Start. Er löst aus. Wieder steht er wieder. Ne, diesmal nicht. Holen uns unsere Brynhild. Die hält unseren Rigard hoch. Und dann schauen wir auch, dass wir uns hier drum kümmern. Die sind jetzt im, also er ist jetzt im Ghost-Modus hier. Aber wir haben die Mitte, ne? Und das führt uns zum nächsten Sieg. Lassen die. Das Gift von Proteus lassen wir schön hier drauf schmettern. Und da fliegen noch Steine rein und dann war's das. Brynhild hat genau für diese Bonus-Booster-Turniere instant den Break gekriegt. Oh, das ist gefährlich hier. Doppelkasch. Nur Heiler. Ja. Es ist ja. Nee, ich mach das so, hey. Ich spiele das auch mit den Heilern und lass durch Brynhild die beiden mittleren Schützen. Hab die Boni-Entferner dabei und schauen, ob es funktioniert. Das ist natürlich gefährlich, weil ich einfach erstmal zum Auslösen kommen muss. Mit so viel Farben, ne, dass du halt auch deine kriegst. Und ich brauche meinen Proteus. Hätte ich den zweiten schon gelevelt, hätte ich sogar mit zwei Proteus gespielt. Der Tank muss weg, so viel ist klar, ne? Der Tank ist weg und ich würde mich auch um die Seite kümmern. Okay, aber keine Steine mehr. Aber das hat mir ein bisschen Zeit verschafft. Kaschrek hat widerstanden, sehe ich auch gerade. Oh, das war schön. Das geht zwar in Kirill, aber es ist egal. Es gibt mir ein bisschen Opportunities hier wieder was zu machen, weil das Board war ja leer. Oder wir kümmern uns erst um die Seite. Das Switchen ist zwar nicht gut, soll man nicht. Ich habe Brynhild, das hält mir meine Heiler hoch.
Er löst nochmal aus, der Rigat, und der ist nicht im Kostüm, das heißt, er heilt mehr, also heilt instant, heilt sofort. Der ist gut, der Diamant, den können wir jetzt noch machen. Kaschrek wird jetzt nochmal hochheilen. Aber halt nur die Seite und um die kümmern wir uns, wenn wir die mit Rigat hier weg haben. Das wäre natürlich auch schlau gewesen, vielleicht Ferrand mitzunehmen, wegen den Outdoor-Attacks, ne? Weil die dann natürlich also für den Gegner einfach wehtun. So, und als nächstes haben wir unseren Proteus. Und legen die Seite lahm. Rigat ist noch nicht ganz voll und da hat auch niemand widerstanden. Das ist sehr schön. Dann versuchen wir straight da reinzuspielen. Klappt natürlich nicht, aber Kaschrek kann ja nur die Seite hoch machen. Ne? Wir müssen nur aufpassen, langsam, dass ich nicht ausgezählt werde. Hier. Der Steinschaden. Jawohl, das ist natürlich dankbar. Reicht es? Hoffentlich. Jawohl, das reicht. So, und jetzt seid ihr zwei dran. Und zwar als erstes Kaschrek. Der wird noch mal auslösen. Ja, die klaue ich dir aber gleich, die Boni. Diamant, den machen wir nicht. Dann müssten wir wieder in ihn reinspielen. Das wollen wir verhindern. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr wieder steht. Tun sie nicht, sehr schön. Dann befreie ich mich jetzt hier von den Steinen, von denen, die ich nicht brauche. Und Kaschrek ist down, jawohl. Und dann haben wir auch das letzte noch gewonnen. Mein lieber Froschi, ey. Gift drauf, zack, zack, grüner Diamant. Boni runter, zack, Boni drauf, zack. Proteus drauf, Gift läuft. Dann dürft's jetzt dann erledigt sein. Gift, Gift, zack, 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 zack. Der Kämpfer, jawohl. Okay, cool. Fünf down. Sehr schön. Freut mir. Ein gewonnen. Also ein zweiter Proteus muss her. Einer ist voll bewaffnet, der wird auch demnächst mal gebreakt, weil ich den halt im Krieg verwende. Ne? Und gegen die ganzen Fünfer muss er ein bisschen was aushalten. Ansonsten ist er einfach nur hilfreich, der Kerl. Ja? Ich habe keine Hell und dann ist der super hilfreich. Ansonsten gelevelt, wisst ihr ja, wird immer noch, wird Levana wird gelevelt, die wird instant gebreakt und bewaffnet. Auch wenn jetzt der Schaden nicht so brutal viel ist, aber die Talentfähigkeit zu deaktivieren ist für 6 Züge nicht schlecht. Und 260 Schaden auf alle sind 260 Schaden auf alle. Ja. Das ist einer, der auf alle geht. Ich habe dann nur Pengi. Ja. Wenn der genug Minions hat, dann geht er natürlich auch fast auf alle. Oder er geht auf alle. Auf jeden Fall dreht er dann voll durch. Das ist echt hilfreich. Und der nächste, dass ich die in der Familie zusammenspielen kann, ist ja Rain. Rain habe ich auch, kann ich voll bewaffnen, habe genug Wappen. Dann passt das. Ne. Der macht 415. Das ist echt okay, ja, wenn der gut gut Wappen hat und eventuell auch ein Break drin, dann geht der echt gut ab, weil dieser Effekt auf die Benachbarten, also auf die Kette durchgehend, ne, ist nicht schlecht. In Blau habt ihr gesehen, kommt dann, ich habe ziemlich viel Sackrock gekriegt. In Blau kommt dann er hier mit Kostüm natürlich. Ne? Und dann haben wir ein paar Multi-Hitter. Multi-Hitter sind immer gut in der Dev. Okay, Leute, haut rein, euch gute Steine, bis dann, euer Eskaliert.